Säbelrasseln vor den Toren der Armee in Brasilien. Tausende Menschen versammelten sich an diesem Mittwoch vor Kasernen, unter anderem in Rio de Janeiro, Brasilia und São Paulo. Sie forderten einen Putsch, um die Machtübernahme des linken Luiz Inácio Lula da Silva zu verhindern. Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag gewann er mit fast 2 Punkten Vorsprung vor dem rechtsextremen Jair Bolsonaro. Seitdem ist die Situation angespannt in der Anhängerschaft Bolsonaros. Sie hat nicht nur ihre Appelle an die Armee ausgeweitet, sondern auch, unterstützt von tausenden Lkw-Fahrern, hunderte von Autobahnen im ganzen Land blockiert. 3 Tage nach der Wahl waren noch immer mindestens 167 der fast 1000 Straßen gesperrt, die am Montag blockiert worden waren. Das Schweigen des scheidenden Präsidenten hatte die Proteste 48 Stunden lang befeuert. Schließlich trat Jair Bolsonaro am Dienstag vor die Presse, um die Proteste zu rechtfertigen. Ohne seine Niederlage ausdrücklich anzuerkennen, bekräftigte er, dass er sich an die Verfassung halten werde. Derweil bereitet der Wahlsieger Lula da Silva seine Rückkehr in das Präsidentenamt am 1. Januar vor. Er steht vor großen Herausforderungen in turbulenteren Zeiten für sowohl die brasilianische als auch die Weltwirtschaft. Nach der stürmischen Ära von Jair Bolsonaro ist das Land stark polarisiert.